Ja, ein Besuchergarant und ein beliebtes Ferienziel seit vielen Jahren sind die diversen Open-Air-Theaters hier in Mecklenburg-Vorpommern, von denen die meisten an diesem Wochenende Premiere haben. Und allen voran natürlich Störtebeker auf Rügen. In der neuen Episode, die heute Abend 20 Uhr Premiere hat, Gotland unter Feuer, stehen sich Mecklenburg und Dänemark gegenüber, angelehnt an Geschichten aus der Hansezeit. Bis Anfang September soll es 67 Vorstellungen geben auf der Naturbühne auf Rügen. Ja, kurz bevor jetzt gleich der erste Schuss fällt auf der Bühne in Ralswiek, erwischen wir die Geschäftsführerin Theresa Hick. Guten Abend. Guten Abend, Herr Tautz. Sie stehen da wieder vor einer imposanten Kulisse. Allerdings habe ich gehört, dass Sie bis zum Schluss daran gewerkelt und genagelt haben. Was war diesmal so kompliziert? Das Bühnenbild ist diesmal ein bisschen größer geworden, aber wir haben natürlich auch einen kleineren Bautrupp. Und dementsprechend sind wir erst gestern um 17.45 Uhr fertig geworden. Pünktlich zur Generalprobe, aber wir sind mehr als glücklich und unsere Kulissenschmiede hat alles gegeben. Von daher sind wir sehr dankbar und happy, dass zur Premiere alles fertig ist. Und es kann losgehen. Sie sagen, der Kulissenbautrip war kleiner, aber ansonsten bleibt Störtebeker in der alten Dimension. Viel Feuerwerk, viel Kanonenschüsse und viel Komparsen, ja? Natürlich, alles beim Alten, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Dass unser Team in der Kulissenschmiede ein bisschen kleiner ist, hat nichts mit unserer Produktion zu tun. Ganz im Gegenteil, wir geben dieses Jahr alles, was möglich ist. Und Gotland unter Feuer sagt ja schon im Namen, es wird feurig und brenzlig, es wird viel geknallt, viel Pyrotechnik, aber auch die Liebe kommt nicht zu kurz. Also ich glaube, dass man kommt auf seine Kosten. Die Premiere heute Abend ist dennoch nicht ausverkauft. Warum sind die Gäste in diesem Jahr vielleicht ein bisschen zurückhaltender beim Kartenkauf? Das kann man bei der Premiere jetzt nicht so sagen. Wir steuern hier gerade auf einen neuen Zuschauerrekord bei der Premiere zu. So viele Karten hatten wir bisher zu einer Premiere noch nicht verkauft. Von daher sind wir mehr als zufrieden. Also von weniger Zuspruch oder Andrang kann momentan nicht die Rede sein. Ganz im Gegenteil. Na, das ist schön zu hören. Das deutet dann vielleicht doch auf eine erfolgreiche Saison hin. Noch ein Wort zum Hauptdarsteller. Moritz Stephan spielt in der zweiten Saison den Störtebeker. Wie interpretiert er den? Haut drauf der alten Schule oder eher Frauenschwarm? Ich würde sagen, das Beste von beidem. Der Mann, in dem man sich vielleicht verlieben kann und mit dem man vielleicht auch ein Bierchen trinken möchte. Vielen Dank, Theresa Hick, und toi toi toi, einen schönen Abend, viel Erfolg für die Premiere heute Abend, Gotland unter Feuer in Ralswiek. Dankeschön, danke.